Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und ich habe heute einen sehr interessanten Plan. Und zwar möchte ich einen geheimen Gaming-Raum bauen und diesen nicht nur dafür nutzen, um ihn als geheimes Lager und dies und das und Gaming-Room halt sozusagen zu haben, auch wenn wir halt eigentlich keine PCs oder sowas ähnliches auf der Insel haben, sondern möchte ich da noch einige Tunnel bauen, um unter die Gebäude der anderen zu kommen, um immer mitlauschen zu können, was sie so planen. Das heißt, es ist ein riesen Tunnelsystem. Ich glaube, wir werden auch nicht alles komplett in diesem einen Video schaffen. Einiges werde ich wahrscheinlich noch im Livestream fertigstellen, aber im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze vorhabe und wie das Ganze am Ende aussieht, diese Geheimtür, Geheimraum da zu machen. Da wird auch wirklich niemand irgendwie darauf kommen, weil es ist auf jeden Fall mit dieser wunderschönen Kreatur, und zwar dem Kugelfisch. Manche kennen wahrscheinlich schon den Trick, manche auch nicht. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe meine ganzen Items, die ich jetzt dafür vorbereitet habe gestern, bei meinem Dorf gelassen, die ich ein bisschen, dafür benutze, um an Verzauberungs-Items zu kommen. Deswegen, da dieses Dorf geheim ist, mache ich mal ganz kurz einen Cut, bis ich da bin. Und dann quatschen wir gleich wieder. Wir sind jetzt hier auf meiner Villager-Farming-Insel. Ihr könnt das hier schon mal sehen. Das habe ich bis jetzt in verschiedenen Livestreams aufgebaut. Ich zeige euch mal hier die Trading Hall, die ich auf jeden Fall nochmal vergrößern muss oder ähnliches. Na, hier haben wir ein paar Villager mit Verzauberung und so. Also hier haben wir K und Durchschuss. Wieso hat der Durchschuss? Das hatte der eigentlich nicht. Egal, Schutz 4, Behutsamkeit. Stimmt, der hatte eigentlich mal Feuerschutz 4. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Er hat hier Mending und das hier ist der Bogner. Deswegen, ich bin hier ganz gut aufgestellt. Habe hier noch mein kleines Eckchen zum Sachen craften, verzaubern oder ne, Kisten, Lagerung etc. Ihr checkt das, glaube ich, schon. Und hier habe ich dann auch ein bisschen gefarmt, weil da hinten gibt es Höhleneingänge, wie man sehen kann. Also hier, da drüben, so in der Richtung. Da gibt es gute Höhlen mit ein paar Ressourcen. Und deswegen, hier mein Cobblestone Generator. Ignoriert den auf jeden Fall, der ist ein bisschen schlecht geworden. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen richtig baut. Und da sind die ganzen Items, die ich benötige für diese Geheimtür. Es wird sehr interessant. 6 Pistons, Redstone-Gedönse und ein paar Baublöcke. Und jetzt gibt es direkt wieder einen Cut zurück auf die Main-YouTuber-Insel, wo ich das Ganze natürlich auch bauen möchte. Deswegen, ihr seht uns gleich wieder zurück. Zurück auf der Main-Insel ist das hier schon der Platz, an dem es sehr unscheinbar wirkt. Hier in der Nähe von Alpha Tower. Und von hier aus könnte man auf jeden Fall alle Tunnel sich erstreckt über Kianes Festung bis zur Mädchenstadt oder zu Sitashi da hinten, Mädchenstadt Richtung, alles drum und dran. Sogar einfach diese Fläche hier könnte man richtig gut nutzen. Ich mach mal kurz hier, Moment. Ich mach das mal hier auf, um zu gucken. Aber hier ist schon mal nichts verbaut. Bedeutet, das hier können wir eigentlich richtig, richtig easy nutzen. Ich habe mir gedacht, als kleines Special Feature werde ich euch das in der Replay-Mod dann gleich mal zeigen, wie ich das aufbaue. Ich muss gerade noch mal kurz hier nach oben hin. So, zack, zack. Hier. Das wird richtig episch. Wir bauen so viele coole Tunnel da einfach rein. Ich muss das dann nur richtig gut verkleiden, aber ich meine, das war eine glatte Wand. Das sind wirklich die besten Bedingungen, um das zu machen eigentlich. Ihr werdet das auf jeden Fall sehen. Mal schauen, wie ich das gestalten werde, ob man das über die Replay-Mod so als Tutorial, dass ihr das nachbauen könnt, weil ich glaube, das ist schon sehr interessant, wenn ihr sehen werdet, wie das funktioniert. Aber fürs Erste baue ich diese Geheimtür ein. Es ist bei Nachtanbruch fertig geworden. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann bläst sich der Pufferfisch auf und hier geht die Tür dann einfach auf. Guckt euch das an, wie crazy das ist. Jetzt kann ich einfach hier, ja, mein Ding aufbauen. Das heißt, ich kann hier anfangen, die Tunnel zu machen. Beziehungsweise erstmal mein Gaming Room bauen. Und dann die ganzen Tunnel, um die ganzen Leute abhören zu können. Wie cool ist das denn? Und auch wenn ich dann wieder raus möchte, funktioniert das exakt gleich. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, Leute auszuspionieren, wenn sie irgendwas begreden oder wie auch immer. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, wen ich von diesem geheimen... Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, wen ich alles von diesem Geheimgang auf jeden Fall erzählen soll. Oder von meinem geheimen Gaming-Raum, von diesem
geheimen Türchen, weil ich finde das sowas von cool, da wird auch niemand drauf kommen. Natürlich kann man das aus Versehen aufbuddeln, aber das wirkt halt so unscheinbar. Ich feiere das gerade irgendwie gar nicht, dass es so dunkel ist tatsächlich. Machen wir hier auf. Oh, ich habe die falsche Spitzhacke die ganze Zeit ausgerüstet. Ja, guckt euch das mal an. Jetzt ist es hier schön hell. Ich kann jetzt hier meinen dicken Gaming-Raum bauen, Alter, mein Lager etc. Das wird richtig, richtig cool. Ich habe schon mega coole Bauideen, wie ich das hier umsetze. Aber das werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, alles in ein paar Streams erledigen. Wenn ihr exakt nachbauen wollt, wie das funktioniert hat, dann weiß ich nicht. Wenn ich daran denke, lasse ich auf jeden Fall Tutorial in der Videobeschreibung drin. Falls ich es vergesse, dann poste ich das auf jeden Fall auf meinem Discord, wenn jemand nachfragt. Deswegen gerne da auch auf den Discord joinen. Und jetzt baue ich einmal ein paar Gänge und guck mal, ob ich direkt jemanden ausspionieren kann. So, die Frage ist jetzt, wie kommt man denn wieder raus? Ich stelle mich hier hin. Der Pufferfisch geht hoch und ich komme hier wieder raus. Wenn das hier alles wieder zugeht, also wenn der Pufferfisch sich einfährt, dann ist so, als wäre hier nie was gewesen. Ich muss hier unbedingt die Werkbank loswerden. So, jetzt gibt es gar keine Beweise mehr. Guckt euch das mal an. Das sieht genauso aus wie davor. Ich könnte sogar hier jetzt nochmal den Überhang machen. Weil da war ja so ein paar Blöcke im Überhangstil so. So. Das heißt, wir können das schon hier ein bisschen noch hübscher gestalten, dass es gar nicht auffällt. Und dann sieht das jetzt so aus. Ich stelle mich hier hin. Pufferfisch geht auf. Und ich kann rein. Das ist so verdammt cool. Ich glaube, ich habe die beste Geheimtür überhaupt. Ohne Witz, ich glaube, so eine coole Geheimtür hat einfach wirklich keiner von den anderen. Wenn ich raus will, einfach hinstellen. Er plustert sich auf, ich kann gehen. Das ist so cool. Und die Tür geht wieder zu. Oh mein Gott, Freunde. Freunde, dafür müsst ihr unbedingt einen dicken, dicken Like da lassen für diese Idee. Natürlich habe ich das, ich bin auch so ehrlich, ich habe das natürlich nach Tutorial bauen müssen, weil ich das natürlich nicht aus dem Kopf raus kann. Okay, jetzt muss ich das ein bisschen koordinieren. Wo könnte denn es zu Kianes Festung gehen? Wenn wir hier einen Gaming-Raum haben wollen, müssen wir aber auch erstmal wissen, wo können wir die anderen abhören. Oder, nee, wenn ich jetzt geradeaus eigentlich einen Tunnel mache und das dann auch beschrifte, wo es hingeht, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Wenn ich hier in diese Richtung gehe, dann müssen wir aber auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie in ein Haus reingrabe oder so. Ich glaube, hier vor uns liegt auch direkt schon Tobis Haus. Da will ich natürlich nicht rein. Warte. Ist das jetzt nur Erde oder stoße ich jetzt gleich auf irgendein Haus? Ich brauche wieder die Schaufel einmal. Nein, sieht gut aus. Oh mein Gott, Freunde, ich bin so gehypt einfach darauf, irgendwelche Gespräche jetzt dann auslauschen zu können. Weil, wenn ihr euch zurückdenkt, Sue hat uns immer belauscht. Also egal, was wir gemacht haben, er hat uns immer belauscht. Wir konnten nichts dagegen tun. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. So, aber jetzt drehe ich den Spieß um. Ich baue meinen eigenen Geheimraum, meinen eigenen Gaming-Raum, den ich dann noch einrichten muss. Und verschiedene Tunnel zu verschiedenen Locations, um herauszufinden, wo die ganzen Leute sind. Aber ich will euch jetzt in diesem Video auch nicht langweilen mit stumpfen Bauen. Ich will jetzt einfach nur rumtesten, ob ich hier direkt zu Mädchenstadt komme, beziehungsweise zu Moonies Haus. Weil alleine dort werden ja auch schon sehr interessante Gespräche immer geführt. Oh, wo bin ich jetzt hier? Bin jetzt hier irgendwo gelandet, wo ich wahrscheinlich nicht sein sollte. Ja, wir bauen es mit normalen Steinen einfach wieder zu. Und tun so, als wäre einfach nichts gewesen. Tralala, ich habe nichts gesehen. So, wenn ich jetzt irgendwie kurz rausspicken könnte, wo wir sind, wäre das, glaube ich, ganz cool. Moment, ich verfolge einfach mal die Linie jetzt in der Oberfläche nach, wo ich mich gerade hingebuddelt habe. So, ich komme hier so raus. Zack, Pufferfisch. Bam, bam. Dann muss ich hier sozusagen... Moment, ich brauche meine Elytra. Okay, es geht. Oh, wir sind genau unter Tobis Haus sozusagen. Wir müssten dann
hier circa rauskommen. Das heißt, ich muss definitiv dann noch in die Tiefe reinbuddeln. Aber wenn wir hier rauskommen, dann wäre das schon mal ein Triumph. So. Ich schau mal, dass ich das jetzt irgendwie hinbekomme. Oh, guck mal. Ich krieg das gerade selber nicht so ganz hin. Oh mein Gott, wo ist meine Geheimtür? Hallo? Ah ja, hier. Hey, krass. Hallo, ich möchte einmal rein. Das ist so cool, Freunde. Das ist so cool. Wie es auch zugeht. Ich frage mich gerade nur zum Selbstschutz, wenn ich das hier mal so ein bisschen zumache. Geht das denn noch? Ich mich hier hinstelle? Tatsache. Okay, bedeutet, ich kann das hier gerade mal noch ein bisschen hübscher machen. Das heißt, hier einfach mal das so auskleiden, dass man das hier nicht mehr unbedingt sieht. So. Na? Exakt. Dann reicht es nämlich, dass man das hier sieht. Dann kann auch nicht so viel kaputt gehen. Und die Leute erstmal kapiert haben, wie das überhaupt funktionieren soll. Das heißt, hier haben wir Ein- und Ausgang. Und hier die komplette Contraption. Hier machen wir uns einen schönen großen Raum. Und hier ist dann das Tunnelsystem. Okay. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich noch, wo es hier rausgeht. Ob ich jetzt eigentlich schon unter Tobis Bude entlang gegangen bin oder ob ich jetzt gleich irgendwo bei ihm reinbaue. Das möchte ich natürlich nicht. Das will ich, soweit es geht, vermeiden. Aber mit diesem Tunnelsystem, Freunde, kann ich ja auch zum Beispiel zu den Schattenkriegern, also zu der Schattenkriegerbase, und die auch belauschen. Ich mache einfach hier die krassesten Tunnelsysteme und es gibt nur einen Ein- und Ausgang, weil ich werde es nie vermuten lassen, dass mich irgendwer so weit verfolgen kann, dass er hier diese Tunnelsysteme findet. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie rübergeht und zu den anderen sagt, oh, der hat da hier Lauschtunnel, so, er kann euch abhören, dies, das. Das fände ich überhaupt nicht cool. Also ich weiß, dass es manche so oder so machen, aber macht's bitte nicht. Das will ich auch nur einmal dazu gesagt haben, weil ich gebe mir jetzt hier wirklich viel Mühe, um diese Abhörtunnel zu buddeln. Weil wer weiß, was hier geplant wird, auch gegen die Höllenkrieger und so. Wenn jetzt gerade so viel passiert. Oh. Oh mein Gott, wir sind da! Wir kommen genau hier raus, wo ich es circa erahnt habe. Okay, das ist perfekt. Das ist so perfekt. Moment mal. Moment mal, das heißt, ich müsste meinen Tunnel ungefähr da nach unten noch verfrachten. Und dann, ja, ist das eigentlich perfekt. Moment, gib mir wieder mein Dirt, das wird dann nämlich zu Gras. Ist auch gerade glücklicherweise einfach niemand auf dem Server, ne? So, wobei diesen einen Block sollte ich, glaube ich, nochmal wegmachen. Ihn hier, der ist nämlich sehr offensichtlich. Mach so, 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 tschüss. Jetzt bauen wir uns einfach hier eine kleine Treppe nach unten und können dann bei der BC-Stadt einfach alles abhören, was wir wollen. Oh, warte, das muss ich ein bisschen schlauer anstellen. Jetzt durch den Kies, der macht hoffentlich nichts auf. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus. So, wir bauen uns hier hin. Ich kann ja auch gleich mal nachschauen, ob wir dann irgendwo anstoßen. Moment. So. Es darf halt wirklich kein einziger Block hier in der Region abgebaut werden. So, es ist mein Tunnel direkt offen. Vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich muss ich auch meinen Tunnel mit ein paar Knöpfen versehen, dass man da nicht direkt durchlaufen kann, sondern dass es auch ein bisschen verwinkelt ist, dass man nicht direkt weiß, wo man hingehen muss. Ich glaube, dass das irgendwie Sinn ergibt. So, pass mal auf. Ich weiß nicht, ich glaube, allzu weit runter muss ich gar nicht mehr. Ich glaube hier, wenn ich jetzt schon mal hier ein bisschen nach links buddel, kann ich schon mal ziemlich weit in diese Polizeistation rein, beziehungsweise das Rathaus. Oh Gott, was haben wir hier? Ist das gewollt? Egal, das ist aber gut, dass hier so Amethystenzeugs ist, weil wenn das Moody oder so gebaut hat, dann werden die das hier wahrscheinlich niemals abbauen. Das ist mein Vorteil. Mich würde es trotzdem interessieren, wo es hier gerade rausgeht. Sind wir hier gelandet? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Was ist das denn hier?
Stastic der Beste, Legendary, Awesome Kian. Hier stehen einfach irgendwelche Namen. Aber, oh mein Gott, das ist ja perfekt. Das ist perfekt. Ich habe jetzt hoffentlich keine Schilder irgendwie abgebaut oder so. Moment, hier war Netherrack. Wir machen alles so, wie es wieder hier ist. Und, ja, das ist perfekt. Das heißt, hier wird nichts abgebaut. Wobei, wenn es natürlich erweitert wird, so, wenn die Wand ausgeht und man mehr Namen braucht, dann safe. Aber das ist ja perfekt. Das ist ja sowas von perfekt. Hier wird bestimmt geredet. Das heißt, hier ist ein Lauschspot. Und jetzt baue ich noch den kompletten Tunnel so, dass man überall noch lauschen kann in der Mädchenstadt. Ich muss hier kurz Fackeln überall hinmachen. Das ist ja so perfekt. Ey. Ich muss irgendwie das zeigen, wenn ich das hier fertig habe mit dem Tunnel. Also ich mache das Tunnelsystem erstmal komplett. Und dann zeige ich erstmal den Leuten, was hier abgeht. Ich hätte vielleicht eine Karte machen müssen, dann wüsste ich, was auf der Oberfläche ist. Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, wir müssten jetzt circa unter dem Rathaus von Mooney sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde gerne eigentlich rausspitzeln. Warte mal, komme ich hier irgendwie raus? Oh, oh, wo sind wir hier? Warte, ich glaube, wir sind direkt im Rathaus. Moment. Moment, Moment. Oh mein Gott, nein, oder? Nein, 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 nein. Oh, das ist die Treppe, das ist die Treppe. Okay. Nice. Muss ja alles zumachen. Ich weiß zwar nicht, wer das hier gemacht hat, aber ich mach das zu. Mach das hier wieder zu, okay. Und von hier sind wir gekommen. Das heißt, hier ist die Treppe, passt. Ich mach hier auch wieder zu, nicht, dass irgendwer den Weg findet. Dann müssen wir nur noch hier ein bisschen weiter, noch ein kleines Stück und dann sind wir unter dem Rathaus einfach und dann ist offiziell in diesem Video der allererste Tunnel zu einer bestimmten Destination gegraben worden und zwar in der Mädchenstadt bei Moonies Rathaus, da wo sehr viele Gespräche stattfinden. Das finde ich als sehr, sehr hilfreich. Ich hoffe natürlich, dass diese Holzköpfe, Steinchen und Snoopy nichts irgendwie aufsprengen, dass dieser Tunnel dann plötzlich freigegraben ist und man dann irgendwie auf mein eigenes Dingsbums wieder stoßt. Deswegen muss ich unbedingt auch noch Geheimgänge dort machen. Oh. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist das... Wo sind wir? Ah ja, beim Rat... Oh mein Gott, das Rathaus wurde auch gesprengt? Oh nein! Okay, aber trotzdem, das ist trotzdem irgendwie gut. Das ist irgendwie gut, dass es gesprengt wurde. So, das heißt, wir haben hier unsere Final Destination und können hier Leute erstmal belauschen, wenn sie Gespräche führen. Die anderen Wege und Tunnel werden dann hier halt wahrscheinlich gemacht. Zum Beispiel Tridans Kuppel ist dann hier in diese Richtung. Das muss ich dann alles mit Schildern noch beschriften, dass ich da selber nicht durcheinander komme. Aber fürs Erste reicht das auf jeden Fall. Das heißt, wir können uns hier einfach frei bewegen. Da kommen definitiv noch Treppen hin, weil sonst raste ich komplett aus. Hier sonst immer dieses Rumgehüpfe, das macht ja gar keinen Spaß. Dann werde ich hier auf jeden Fall irgendwo eine Geheimtür machen und dann einen irreführenden Gang irgendwo anders hinlegen. Damit die Leute überhaupt nicht drauf kommen, wo man hier hin muss. Drei hoch, weil dass ich hier hüpfen kann. Und selbst hier in diesen Gängen kann ja irgendwie sein, dass man immer irgendwen belauschen kann. Oh, ich habe Hunger. Und hier ist man dann beim Main Room, den ich einrichten werde. Und dann kommt man hier einfach raus. Das heißt, man stellt sich hier hin. Der Pufferfisch macht die Tür auf. Ich gehe raus. Man dreht sich um. Tür geht zu. Keiner weiß, was hier war. Man hört natürlich den Pufferfisch. Das ist so eine Sache. Ich würde den irgendwie gerne stummen können. Oh mein Gott, Steinchen steht da, glaube ich. Steinchen! Steinchen, bist du da? Ey, Steinchen! Ey, ich muss dir unbedingt was zeigen. Kannst du Geheimnis für dich bewahren? Okay, komm mal mit. Ich hab nämlich vor, ein Abhörungstunnelsystem zu bauen, okay? Moment, wir müssen hier hin. Schau mal, komm mal mit.
Ja, komm mit, schnell, schnell. So, jetzt wird hier nämlich die Tür auch wieder zugemacht. Dreh dich um. So, und jetzt habe ich hier schon mal einen Tunnel gegraben, wo wir... Wer ist da? Ey, Snoopy! Ich hab Snoopy ganz genau gesehen. Ja, mit der Pufferfisch funktioniert das, warte, die muss ich aber auch nicht zuwarten. So. Guck mal, und hier geht das, geht der Tunnel zu Moonies Rathaus. Da können wir schon mal Leute belauschen, die dann da sind. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, mit der Elytra geht es ja viel schneller. Oh mein Gott. Hey! Snoopy! Nicht da! Wie, du bist nicht da? Was machst du hier? Ich mach gar nichts. Ey, du musst diesen Abhörtunnel für dich behalten, okay? Ich baue hier wirklich was Großes auf, Bro. Okay, ich bin hier lang gegangen, auf einmal sah ich euch deswegen. Ja, ja, ja. Aber ist geil, oder? Gross, einfach Steinchen! Ey, Steinchen! Aber es sind eh nur wie auf dem Server, passt schon. Ja, ey. Ihr müsst das wirklich für euch behalten. Das können wir nämlich zu. Das können wir nämlich zu unserem Vorteil nutzen, Alter. Das ist übelst gut. Moment, ich muss dir was zeigen. Das ist wirklich. Bro, ey, was denn das? Ehrlich, das ey, mach nicht. Mach nicht auf. Warum machst du alles kaputt? Das war aus Versehen. Geh weg, geh weg. Ah, hier geht's ja auf. Sehr gut. Siehst du, so schnell macht man das auf, Bro. Digga. Jetzt muss ich's reparieren. Ja, Mann. Kein Problem. Habe ich gerne gemacht, ich sag dir ehrlich. Finde ich nicht gut. Ah! Ey! Ey! Okay, Freunde, ich glaube, das war ein Fehler, denen das zu zeigen. Ich glaube, ich sehe das ein. Moment. Ja, mach das lieber nicht nochmal. Nee, warte mal. Hä, wie hat er das denn jetzt abgebaut? Ich check's gerade nicht mehr. Achso, Moment. Hier. So. Genau. Okay. Pufferfisch, lass mich raus. Dankeschön. Okay, Freunde, ich werde auf jeden Fall ein paar Leute damit ausspionieren, die Tunnel im Livestream graben. Deswegen, wenn ich live bin, dann verpasst das auf jeden Fall nicht, damit wir geheime Dinge planen können. Auf jeden Fall, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Like da, abonniert und haut die Glocke kaputt, Alter.